Genießt noch jemand die Musik so sehr wie ich? Da, 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 da. Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, es geht weiter. Ja, wieder mit Legion, weil wir haben eine Herausforderung mit ihm. Und ja, ich denk mal, wir werden das hinkriegen, 4 Leute zu verletzen. Sobald da Joe Grief 7 auf bereit drückt. Oder wir einfach die 15 Sekunden abwarten. Ja, ich bin momentan echt gut gelaunt, weil ich finde es super, was sie gemacht haben. Weil das Spiel war zu lange meiner Meinung nach Survivor-abhängig. Es ist natürlich immer noch Survivor-abhängig, weil wenn die Survivor richtig gut sind und eine richtig gute Map erwischt haben, dann entkommen die sehr gut. Haben die eine große Chance zu entkommen. Und ich finde es einfach, naja, schön, dass jetzt die normalen Runden, wenn es mal mehr oder weniger ausgeglichen ist und kein Survival Friends oder sowas drin ist, dass es einfach mal ein Erfolg ist, zu entkommen. Weil durch Endgame, wenn man jetzt der letzte Überlebende ist, die Luke, die war geschenkt. Und ich finde, ein Safe Escape ist doof in einem Spiel, wo es darum geht, zu flüchten. Der Killer sollte halt eigentlich immer der Stärkere sein. Und das haben die irgendwie jetzt mehr oder weniger hinbekommen. Weil die immer noch abhängig, wie das Gegnerteam halt ist, ne? Aber ich habe schon mehr das Gefühl, dass der Killer hier ein Killer ist als sonst immer. Und jetzt schauen wir mal, was das für eine Runde wird. Ich hoffe, nichts mit Getreide. Ich habe so keine Lust auf Getreide. Getreide ist nervig. Genauso wie die Ladezeit. Die war schon mal schneller. Aber wir wollen uns nicht beschweren, weil wir haben Spaß. Nicht wahr, Spiel? Wir haben Spaß. Spaß am Spiel. Nicht am Ladebildschirm. Hm? Danke. Und jetzt bist du sofort bitte im Game. Los. Und go. Danke. Jetzt. Jeden Moment. Ja. Danke. Badam. Ja. Ist okay. Ist okay. What? Etwas vertimed. Zack. Ich habe versucht, sie auf der Treppe ein bisschen zu blockieren, aber ich habe sie leider nicht gesehen. Wow. Alles klar. Sie stellt sich scheiße an und bestraft dafür ihre Mates. Es ist Disconnecten ist das Dümmste, was man machen kann. Hätte er wenigstens gewartet, bis ich sie runter an den Haken geschleppt hätte. Oder irgendwie sowas. Aber nein, direkt disconnecten. Das heißt, ich kann direkt nach dem nächsten Survivor gehen. Und den jagen. Zeit ist das Wichtigste, was der Killer benötigt. Und dadurch, dass sie disconnectet, gibt sie mir Zeit. War jetzt nicht viel. Aber okay.
Okay, ich habe erwartet, dass er hier ist. Gut. Moment. Hi. Ah, okay. Da haben wir einen kleinen Bug. Ah, schade. Haben wir versucht. Oh, hoppla. Okay, könnte man sagen, der Mate hat mich zu dir geführt. Hi. Hi. Und ran mit dir. Ach, Scheiße. Egal. Ach, verdammt. Ich dachte, die Mülltonne wäre sie. Weiß nicht, beleidigend gemeint. Tut mir leid. Ich habe dich verwechselt mit der Tonne. Dabei bist du gar nicht so fett. Egal. Passiert. Passiert. Passiert nun mal. Manchmal. Ich meine, ich hätte noch jemand anderen das schmerzvolle Stöhnen und Keuchen gehört, aber... Die Sache ist, ich kann jetzt auch nicht darauf gehen, sie am Leben zu lassen oder einen am Leben zu lassen, weil sonst kann es sein, dass ich keinen Rang aufsteige und... Das ist dann doch etwas, was ich... Ah, schade. Ah. Ehrlich? Das war jetzt nicht gerade die stärkste Palette. Ich muss zugeben, ich habe gerade nicht aufgepasst, wo sie hingelaufen ist. Weil gerade die Sonne ein bisschen in meinem Zimmer reinscheint. Und ich deshalb nicht gerade allzu viel sehe. Ha!
So, da hat sie einen Geschwindigkeitsschub von dem Hit weg. Ah, verschätzt. Ich dachte, sie läuft anders. Na? Na? Da ist die Palette. Verdammt! Du warst so nah dran. Hinter mir ist einer am Jen. Ich hab's gehört. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ah, hi. Ich bin schneller als du. Wo ist sie vom Haken? Komm schon. Das willst du nicht wirklich. Und das willst du nicht wirklich. Auch noch ein Slowboard. Das war sehr simpel. Das war sehr simpel. Das war kein Problem. Oh, guck mal. Ihr schafft es. Jawohl. Komm schon. Jawohl. Hi. Das war's. Wollen wir so nett sein und dir die Hucke geben? Da, hier. Komm. Lassen wir die Luke. Die ist hier unten. Sind wir so nett. Da los, komm. Nein, keine Punkte fahren. Rein. Sollte den Pip haben, oder? Jetzt vom Gefühl her. Brutalität ist fast voll. Na. Na. Ja, okay. Gut. Ja, war eine gute Runde. Der Disconnect war zwar etwas lächerlich, aber okay. Wenn die Seite so scheiße spielt, musst du halt meinen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Öl.